Jo Leute, was geht ab? Twerky und Nadine wieder am Start. Wir grüßen euch. Hallo Freunde, lange ist es her, fast eine ganze Woche. Leider, oder? Es tut uns leid, aber wir haben auch noch ein Leben, okay? Ja, heute sind wir wieder am Game. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Akt 3. Ja, was das auch immer heißt, das kann ich dir so nicht sagen. Der Countdown läuft, Freunde. Genau. Schnallt euch an, nächste Runde. Während wir... Ah, Wüste. Natürlich die Wüste. Ja. Akt 3. Während wir reinladen, müssen wir auch natürlich Werbung auf allen Kanälen machen. Denk bitte da dran. Auf werden. Ja, dann sind wir mal gespannt, wo uns das Abenteuer heute hinbringt. Mhm. Noch nicht fertig. Ach, wir sind bei der Zentrifuge. Zentrifuge. Da wird ja richtig geballert. Ja. Glaub ich. Warte, ich bin noch nicht ganz fertig mit der Werbung machen. Das bringt. Ja. Ach, weißt du was? Das soll man reichen. Weiterspielen. So, Leute. Alles klar. Wir sind zu vier. Waren wir auch neulich zu vier? Ja, ne? Ja. Genau, stimmt. Wir sind ja da diesen Personenkram. Ah, genau. Hier sind doch diese ganzen Roboter. Ja, okay. Irgendwas. Und ich weiß noch, das letzte Mal bin ich leider matsch gegangen bei dieser scheiß Zentrifuge. Ach ja, weil... Weil man sich ja hier auch nicht irgendwie so ducken kann. Halt, warte mal. Oh fuck, oh Gott, ja. Wir können ja immer einen Roboter anlocken, dann kommt er auf uns zugerannt. Okay, und dann wird er von der Zentrifuge weggematscht. Kümmere dich um die Fehlfunktion. Ah, hier jetzt. Ja, nicht alle. Oder? Einer jetzt. Hey. Pass auf! Du wirst es überleben. Ich helfe dir. Danke. Der andere Typ okay. Hat mir gar nicht geholfen. Was machen wir jetzt schön? Sichern Sie die Zielpeilsender. Wo mögen die sein? Er wird jetzt weggeklatscht. Echt jetzt? Ja, aber er ist, hat nur so... Ja. Hier sind Munitioners. Braucht ihr Munitioners? Ja, hier hätten wir auch Munitioners. Hier liegt noch eine Knarre, die keiner will. Hier ist eine Kettensäge. Komm schon, wir müssen das Ding aufhalten. Oh ne, das ist diese Kackbastelwaffe. Wir müssen das Ding aufhalten, sagt er. Boomshot, die war ganz geil, hat aber kaum Munition. Dann lass uns doch mal überlegen. Wir das Ding hier kaputt ballern oder was meinst du? Könnte ja fast sein. Zentrifuge? Ne? Ja. Sichern Sie die Zielpeilsender. Ja, vielleicht sind die da ja drin. Weil hier liegen ja überall die dicken Waffen rum. Mach ich platt. Ich nehme jetzt einfach, baller jetzt hier einfach mal mit. Will vielleicht jemand die Notbremse ziehen? Notbremse. Ist hier auch nirgends irgendwie... Was angemalt. Ach so, hier sind Schalter. Du musst zu mir kommen. Okay, schaffe ich. Wir müssen zusammenziehen. Ich bin tot. Das war richtig dumm. Ich wurde von der Zentrifuge erwischt. Ach Gott. Ja.
Das war tatsächlich dumm. Ich dachte, ich kann es noch schaffen. Und eigentlich habe ich es auch geschafft. Ich war schon oben, aber irgendwie hat sie mir eine Reihe auf den Nacken gegeben. Es ist okay, Erki, okay? Lass hier oben bleiben. Oh Mann, okay, sie sind aktiv. Ja. Hey, mir ist das egal. Kümmer dich um die Fehlfunktionen. Und noch ein. Ha. Hey, komm. Ich bin in einer Sekunde da. Halte durch. Okay. So. Dann wollen wir mal die Haltebremse ziehen. Hallo, ihr zwei Zuschauer, wie geht es euch? Einer davon bin ich, mir geht's gut, danke. Ja, hoffen wir können euch ein bisschen entertainen hier. In diesem verrückten Spiel. Kommt her, wir müssen gemeinsam ziehen. Kommt her. Warte kurz, ich will hier einmal noch meine. Eine gute Waffe holen. Da, Militärle. Ja. Leg los. Mann, du bist ja richtig müde. Verflucht. Warum bringt das nichts? Die Bremsen könnten hinüber sein. Oh, jetzt kommt ein Schwarm. Darum kümmern wir uns später. Schwarm! Gut ist ja, dass sie auch weggezischt werden. Einmal Revive. Ja, ich hab dich. Ah, das hat der Bruder. Ja? Ja. Scharfe Granate! Granatenwurf! Ziel aufgeschaltet! Noch mehr! Yeah, Baby! Willkommen im Mixer! Willkommen im Mixer! Ach, da kommt tatsächlich. Achtung, Granate! Achtung, Granate! Achtung, Granate! Granate im Anflug! Nein, 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 nein! Ich wurde getroffen! Die Granaten flattern hier auch immer so komisch hin und her. Du hast Granaten? Voll gut. Ja, aber nur, das war die letzte. Ziel ausgeschaltet! Granate raus! Alter, was ist das für eine Waffe, die der da hat? Kennt ihr ihn einfach, ne? Oh, schon shit. Wieder Granate. Alter, wie nervig ist der hier hinten, ne? Achtung, Granate! Achtung, Granate! Ja.
Alter. Schwalbe, wo ist der? Mein Bruder ist da! Grüß gehen raus, Kleiner! Ey! Die Schwalbe am Start, rufst du Zeichen hier? Andi! 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 Ich bin ganz nervös jetzt, das muss ich alles geben! Ja, das ist so. Alter! Erwischt! Die Nerven so, diese fetten Monster. Da kommt noch jemand. Was haben die für Waffen eigentlich? So was passiert nur mir. Scheiß Alien-Waffen. Ja, aber wenn ich sie hab, gehen die nicht so gut ab. Andi, die Facecam haben wir leider noch nicht. Die, müssen, die holen wir uns Achtung, erst ab 10 Viewern. Leute, da drüben, Herrscher! Schwache Scheiße! Oh nee, so ein Nein. wieder. Ja, pass mal ich auf. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Wusste ich. Ich wusste, dass der in die Descent-Refuge springt. Oder nicht. Das wusstest du? Ja, das hatte ich im Gefühl. Vielleicht. Hatte ich im Urin. Jack soll bestätigen, dass die Teilsender okay sind. Los! Ich gehe mir erstmal hier Munition holen. Oh ja, ich auch. Aber die haben keine coolen Waffen. Nee, das sind diese Mistwaffen, ey. Die nichts bringen. Die Kackwaffen. Die Kackwaffen. Na los, auch schlechte Neuigkeiten müssen wir verifizieren. Was ist das für eine Sonde hier? Und sichern Sie die immer noch, diese... Willst du wirklich, Anni, willst du wirklich die Boobies deiner Schwester sehen? Ohne Facecam und Boobies in die... Oh, Andi, ey. Willst du mal meine Titten sehen, ey? Andi! Essen ist fertig! Oh Gott. Wo seid ihr überhaupt, Anne? Gott sei Dank. Haddock, Bert, die Sender sind sicher. Sie sind außerdem wesentlich größer als gedacht. Kriegen wir nie im Leben alle aufs Gift. Meine Leute transportieren sie. Gut, aber Delta, ich brauche so schnell... Deine Herz, Andi, wen meinst du bitte? Du meinst Erki oder was? Andi. Ja, wer meint deine? Ja, ich schlepp das Ding zum Skiff. Ach Gott. Andi ist fertig. Schwer. Alles klar, Bert. Wir gehen zurück. Bert. Schick deine Leute, damit sie, wenn möglich, die übrigen Sender einsammeln. Delta, zurück zum Skiff. Delta. Andi, kennst du das Spiel eigentlich? Weißt du, wenn Paddock Leute hierher schickt, sollten wir wohl den Rest des Schwarms vernichten. Er hat heute schon genug Leute verloren. Sorry, Leute, aber im Gefecht bin ich gerade nutzlos. Ja. Ach so, ja, meine sind richtig schwabblich. Ja, kann ich bestätigen. Hey, das war mein. Okay, los geht's. War meins, ich hatte keine... Hey, alles klar? Ja, geh einfach hatte voraus. Hatte nichts mehr. Also der Sturm wird nicht besser, eher schlimmer. Wie schade, wir gehen wieder rein. Oh no. Oh no. Ich muss wieder dieses Scheiß... Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Muss wieder dieses Scheißviech fahren, oder was? Wie sollen wir denn da bitte... Ach du Scheiße. Schwarm in Sicht, Leute! Schwarm? Oh. Hinter dir das Auto, Digga! Das nennt man Polgorit! Ist doch Jacke wie Rose! Scheiße! Ihr müsst die Geschütze ausschalten! Was sind denn hier Geschütze? Hab sie! Los, das Geschütz macht doch sonst Platz! Ja, wenn du mir jetzt zeigst, wo das Geschütz ist... Ja, ich sehe, ich hab ihn anvisiert. Ah, oh, würde in Deckung gehen. Was für ein Granate, wenn der schießt ja ganz so anders hin. Nein. Ich bin verwundet.
Scheiße, ich brauch Hilfe. Bin unterwegs. Danke. Ja. Mann, ey. Nimm das. Wir haben noch so einen kleinen Fliegetyp. Ich weiß, habe ich hier für eine Knarre? Ah. Hab ich. Knarre verstehe ich aber nicht. Kannst du mir den Typen, der hier links kommt, mal weghalten? Na, oder ist das nicht? Okay. Bin getroffen! Ah, bin down. Kannst du mich wiederbeleben? Danke. Suche ich mal hier hochzukommen, irgendwie. Ja, Mann. Das Geschütz ist tot. Aber. Alles sauber! Los jetzt! Rein da! Hier ist. Wie viel Munition hast du? Ich habe 100 Schuss zusammen. Ah, ne, auf jeden Fall. Hammerbrust 33. Guck mal, hier drüben ist auch noch zwei Pakete. Ja, ich habe noch genug. Nimm du beide. Sicher? Ja. Ich bin Max. Max Munition. Ist gut. So, wie ging das jetzt nochmal? Jack, Impuls. Ey, Impuls, ne? Irgendwie. Naja, Ist das Stim? Okay, das müssen wir. Was soll er denn nochmal machen? Blitz? Jack, über eine Folge. Unterstützung. Das muss er doch eigentlich alleine machen, oder nicht? Nichts mit der Lobby! Nein. Die Tür ist zugeschweißt! Ich hab's hingekriegt. Jack, reiß die Tür auf! Ah, okay. Reiß die Tür auf! Noch mehr vom Lasse, du bist ja auch am Start. Lasse hat dieses Spiel schon durchgespielt, sagte er. Ah, und wie findet Lasse es? Weiß nicht. Ich glaube, er findet es scheiße. Er findet Scheiße. Das ist eine heftige Aussage. Oh, okay, wir werden angegriffen. Ich stehe schon auf die Schütze, du kleiner Sack. Komm. Das ist ja gar nicht so gut mehr. Und du das andere Geschütz. Ja, warte. Boah, ich liebe das. Müssen wir hier nicht einfach abhauen? Ah ne, der Lütte, der ist noch am Schweißen. Mist, hier sind Silence! Sie haben Bastionen! Nicht mehr lang! Halten wir sie aus!
Hammer viel, Nadine. Die Steuerung ist ja einfach für den Arsch. Alter. Wo denn, ey? Sie sind tot! Die Tür ist offen! Schwingen wir unsere Ärsche rein! Hilf mir! Drin. Hohen Sande. Im hohen Sande. Okay, das Schiff ist nicht mehr weit. Ja, das sagst du so einfach. Er schleppt das Ding noch, ja. Unbeschädigt. Das ist das Wichtigste. Das ist ja der Peilsender für diesen Hammer der Morgenröde da, ne? Schicksal der Welt. Hier wird auch wieder geballert, so viele Deckungen. Ja, der Sturm lässt nach. Das ist so. Los jetzt, wir sollten zum Skiff. Hier kommt ein Endgegner. Das ist ein Boss-Level hier. Meinst du? Ich mach mal hier die Tür auf. Ich muss kurz helfen. Oh oh. Unser Skiff ist weg. Los, Delta. Gehen wir zurück zum Skiff. Hier passiert. Weißt du was, Kate? Du bist ziemlich gut in dem ganzen Führungskram. Ich versuche gar nicht, in irgendwas gut zu sein. Ja, und deshalb bist du gut darin. Wenn wir den Corporal genug gebauchpinselt haben, sollten wir entscheiden, ob wir zum Flugplatz zurückkehren oder nicht. Pass hat recht. Oh Mann, das zu sagen tut mir echt weh. Zum Glück passiert das nicht so oft. Hä, hey, Alter, Mann, etwas das nervt mich auch. Dass man nicht überall langlaufen darf. Ja, das ist so. Das finde ich schlecht. Ja, das ist auch ein großer Minuspunkt bei mir. Dafür sind wir bekannt. André Cadell ist am Start. Was geht ab? Während wir die Welt zivilisierter machten, ist André in Wühl? Nachbarn natürlich. Panzer, Gewehre. Ich wollte hier eigentlich so ein bisschen Haushalt machen und Sport und so. Ich habe nichts gemacht, weil ich einfach gar keinen Bock hatte. Das muss auch mal sein. Ja, ne. Zu fahren? Nein. Ich möchte. Du bist ja gar nicht gut drauf. Sind Paddocks Nomaden in der Lage, die übrigen Sender zurückzubefördern? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, sie wirken recht zäh, aber die Wüste ist genau. Natalia, du faule Sau, ja. Wir vertrauen Berg. Aber Ari! Vertrauen wir also Paddock noch. Die Equi war. Was? Bücherfarce. Sie stecken voller wertvoller Erkenntnisse und Ideen. Ehrlich, ich ganze drei Ahnung. Zuschauer. Das, Highscore, Alter. Highscore verdächtig. Bisher alles okay. Von mir aus? Ey, deine Müdigkeit steckt mich an. Sorry. Ich glaube, das wird heute kein langer Stream, Leute. Ich habe gestern um 20 nach 9 schon geschlafen. Durchgeschlafen bis heute um 6. Oh, das ist hammerkrass, dass ich jetzt schon wieder müde bin. Ja, du bist auch geredet von deiner komischen Impfung. Meine Impfung. Impfung. Ja, und er hat coole neue Waffen und Rüstungen. Paddock hat uns davor gewarnt. Er meint, es hat vor ein paar Tagen angefangen. Als wir am Mount Kadar waren. Halt, meinst du, es hängt zusammen mit... Mit der Rückkehr ihrer Königin? Ja, das weiß ich. Und es wird nur noch schlimmer, wenn wir den Hammer nicht online kriegen. Wir kriegen den Hammer schon online. Denk auch. Beruhigt euch, Leute. Der Hammer der Das Ding ist schwer. Der Hammer der Morgenklöte. So sieht man sich wieder. So sehen Siege aus. Schalalalala. Kommen wir hier überhaupt rein?
Nee, ich weiß auch nicht genau, warum du hier angehalten bist. Wieso bist du nicht links drum herum gefahren? Oh Gott, Erki, ey, du bist so ein Anfänger. Kannst du mal nicht so gemein sein? Ja. Gemein, 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 gemein. Das ist ein Hubi. André, wir haben gerade geballert. Tut mir leid, dass du das nicht mit denen hattest. Gegen dieses Flugzeug gefahren. Wir da in diesen verlassenen Flug... Hä? Noch näher ran kann ich aber nicht. Bringen wir das Ding zu Berg. Erki, beruhige dich bitte. Boah, hier sind auf jeden Fall viele Munitioners. Paddock, wo ist Berg? Hinten. Er hat mir die neue Modifikation erklärt, die er für euren Bordfreund gebaut hat. Es war so öde, dass ich mal raus musste. Wahrscheinlich sollten wir diesen Sender schnell abliefern. Oh, das ist so dumm. Ja, und du glaubst, das ist echt. Hallo. Und dann bleibt man da so hängen. Wir sind mit dem Sender hier. Wie so ein Idiot. Leg den Zielpeilsender ab. Ich kümmere mich gleich darum. Gerne. Das blinkt da ja toll. Wo ich hingelaufen bin? Hier blinkt was, was hier auf dem Tisch liegt. Warum nimmst du das nicht? Kann man nicht nehmen. Genau. Das sind immer noch die Alien-Waffen. Ob ich die noch habe? Ja, ob die das noch sind, ja. Ja. So, da hat er den doch, den Sender. Hey, Zeit zu reden. Du hast eine Rakete zu starten. Und ich muss zurück nach Nur Fira. Ja, stimmt. Angesteckt. Oh, verlassener Flughafen. Alles gut. Ich arbeite mich durch. Wir sprechen später. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Paddock sagt, du hast an was gearbeitet? Genau, ein neuer, verbesserter Schildprototyp für Jack. Los, installier ihn. Barriere. Hä? Jetzt konnte ich mir es mitnehmen. Ach da. Du musst das machen, ne? Installiert ihr jetzt das Modul? Ich muss einen Flug erwischen. Du musst das machen, weil du bist Hauptakteurin hier. Die Barriere. Das Modul bitte. Das ich Modul warte. Bitte. Ich warte. Hä? Du musst Tab drücken und dann mittlere Leiste, das unterste. Da steht dann Barriere. Hab mich doch schon. Ja. Und nicht so genervt sein, ne? Wie lange du gebraucht hast. Sausack. Ich hab's das erste Mal gemacht. Berg, komm hier raus. Oh. Kurzversion der Stoppkugel. Jetzt raus und benutze es. Hertha, komm schon. Was ist denn? Der Schwarm kommt. Das Ding ist ja über Munition. Die schlechteste Waffe auf der Welt. Meine Hammerbrust brauche ich doch, ja. Nutzt die Barriere. Break out. Ach ja. Ha, Erfolg! Ach, witzig, jetzt hab ich den Schild. Was, du hast das nie getestet? Witzig. Ich hab ein Schild, der kann mich nicht treffen. Das ist aber geil, ey. Jackie Boy. Kannst du durchschießen? Du bist der Lab. Was? Ja. Kannst du denn durchschießen? Ja. Ey, das war hammer cool. Musst du auch mal probieren. Bezahlen! Ja,
wieder mit? War's das oder was? Nee, ja, einer Quark kann noch kommen. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Alle auf die Piste, bevor Bert nicht mehr wegkommt. Was will er? Alle auf die Piste, bevor Bert nicht mehr auf wegkommt. Auf irgendeine Piste. Wir laufen einfach hinterher. Ah, hier, ich soll es eintreten. Alter, ich bin so ein Tier, ey. Eingetreten. Oh, na, warte, den können wir doch, den können wir doch hier klauen. Granate raus. Den können wir doch nehmen. Nehmen wir den mit Rechtsklick und T. Den können wir doch hacken. Dann kämpft er für uns. Ah. Bringt ja leider gar nichts. Nee, weil es zu früh oder er ist weit weg. Okay. Aua. Ist er jetzt wieder böse? Ja, jetzt ist er wieder böse. Oh shit, komm. Danke, dass du die Video aufmachst. Hau ab. Muss abkühlen. Gucken, Alter, ich kann gar nicht so weit gucken. Ich find's so witzig, wie die reden. Ganz so dumm aussehen, wie ich hier spiele. Einfach nur verwirrt. Boah, da kommt Hammer zu Leute. Longshot? Du bist Geschichte! Wir wollen wohl, dass du bleibst, Ben. Da kommt ein Dicker von mir. Vor allem ist er gerade einfach auf mich zugerannt gekommen. Ja. So ein Böser. Von ganz hinten. Ich wurde getroffen! Boah! Er hat ihn einfach umgeklatscht. Du brauchst mich, jetzt aber schnell! Ich war hinter der Decke. Ich bin am Boden! Fuck! Noch so ein Wichser. Hilf mir auf die Beine! Okay, alle tot. Ich finde, dass einfach nur ist. Ist das schlecht? Alter, was war das bitte gerade? Naja, der kommt halt einfach langsam auf uns zu und wenn wir dem keinen Schaden machen, dann... Vor allem alle kriechen am Boden einfach nur rum, richtig Panne. Hä? Ach, hier sind wir. Wo sind wir denn? Ja, jetzt musst du die Tür wieder auftreten. Okay. Da mach ich. Ich mach das. Ich hab's gemacht. Du bist so ein Arsch. Säuber die Piste, sonst kommt Berg nirgendwo hin. Los, Delta, lass dich da!
Jack, schnapp sie dir! Feind aufgeschaltet! Was ist denn hier jetzt? Oh, Leute! Ich bin getroffen! Ja, ich bin tot, obwohl ich hier. Ey, weißt ja, du, diese Waffe? Also manchmal ist so ein Spiel echt einfach nur Kacke. Tut mir leid, aber. Wo ist jetzt diese Riesenknarre, die ich hatte? Genau, was ich brauche. Ich habe mir hier zwei von den dicken Waffen hingelegt für die Fettsäcke, die jetzt wegkommen. Ja. Boah, Alter, diese Steuerung macht mich manchmal so kirre. Boah, jetzt bin ich auch noch in den Flugpropeller gerannt. Oh, heute macht mich das Spiel fertig. Hm. Mich schockt es gerade auch überhaupt nicht an. Nadine Boomer will gestreichelt werden. Boomski? Ist Boomer Andres Penis oder was? Boomski? Hä, Boomer ist die Katze von Svenja und Christian. Opfer. Hä? Ist das Andres Penis oder was? Los, Delta, lass dich da! So. Bitte nicht nochmal in den Rotor reinrennen. Okay. Warum nicht? Tut weh. So, wo kommen wir jetzt die nächsten Wichse her? Links. Dahin. Ah, die sind ja noch nicht schlimm. Das sind die mit diesen kleinen. Die wollen wohl, dass du bleibst, Ben. Ja, links kommt schon beispielsweise. Links und rechts kommen schon welche davon. Oh, meine Waffe hat so Power. Wo schießt der Zug eigentlich hin? Yo! Mist, überhitzt! Okay, Flugfeld gesichert. Also nicht in den Rotor rennen. Nicht in den Rotor. Na los, wir haben in der Scheiße. Bei dem kann man reinrennen. Ich bin auf der anderen Seite reingerannt, Erki. Hin überhaupt. Ins
GIF oder was? Das ja. Gehen Sie zurück auf das GIF. Ich navigiere, du fährst. Was, Bornadine, ey? Was soll ich denn machen? Also, machen wir jetzt weiter? Hoffentlich! Wollen wir hin? Das weiß ich auch gar nicht. Das Flugzeug wäre jetzt am Abheben. Jetzt haben wir dem die Landebahn freigekämpft oder den Startbahn freigekämpft und den Start ist. Startet ist nicht. Hier steht auch jetzt kein Auftrag irgendwie. Ja, wir können mal auf die Karte gucken. Müssen wir vielleicht ins Flugzeug einsteigen? Aber da stand ja, geh aufs GIF. Ja, vielleicht stand der stand ja auf der Landebahn. Bleib mal hier, ich versuche da mal irgendwie was zu sehen. Jetzt ist dieses Zeichen nämlich nicht mehr auf diesem GIF drauf. Äußerst seltsam. Weil mir steht hier auch kein Auftrag mehr oder so, ne? Dann machen wir hier die Luke auf. Kannst du da rein? Nee. Nee, leider nicht. Dann lass uns doch einfach mal mit dem Skiff ein bisschen in der Welt rumfahren. Muss auch ganz ehrlich, die haben uns bestimmt gesagt, was wir machen müssen, aber wir erzählen lieber irgendwie Quatsch. 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 Das ging ja irgendwas um den Peilsender, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Wir haben den abgegeben. Wir haben den abgegeben. Trägt. Hier, Frage an den Chat. Ist der Rover auf dem Mars gelandet? Ergis guckt uns keiner mehr zu. Oh ja. Ach, das passiert auch mal. Seht ihr das? Da vorne ist Rauch! Scheiße! Keine Zuschauer mehr. Scheiße! Okay, sehen wir mal, wie wir helfen können. Lancerwaffen? Sie kämpfen noch! Wir müssen ihnen helfen! Oh, aber welche von den ekligen.
Ist hier eine Boomshot? Hey! Mausbär! Oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Nicht mich einklemmen. Entschuldigung, ich würde hier einfach gerne durch, geht aber wieder nicht. Es ist so eine Scheiße hier. Scheiße. Da kommt noch so ein verdammtes Vieh! Wo? Oh Mann. Da! Ich schieße es in den Arsch. Wenn der Schwanz so leuchtet, dann schießt er damit. Geil! Okay, alles klar. Checken wir die Sender. Hallo. Nicht beschädigt. Jetzt sieht sie mir da. Kaporopal, Ekindur, Eki. Eki, Eki. Eki, Eki. Kumpel, hörst du das? Er sagt, die Sender sind sicher. Ich schicke Leute zur Abholung. Und keine Sorge, sie werden gut bewaffnet sein. Dann los, ab zu eurer Rakete. Okay, Delta Ende. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Ah, das Schiff. Das Schiff. Das Flugzeug. Jawohl. Was ist jetzt der Plan? Der Hangar. Wir sollten die Rakete zusammensetzen. Hört sich gut an. Aber was ist mit Paddocks Nomaden? Sie haben viel für uns riskiert. Vielleicht sind wir ihnen dafür was schuldig. Klar. Aber wenn wir die Rakete nicht endlich starten, sorgen wir uns nicht mehr nur um Paddocks Nomaden. Wo ist der Hangar? Da lang. Tausendvierhundert Kilometer. Irgendwie Bock was zu naschen, ey. Mach doch. Ja, ich hab nichts mehr. Was macht Erki? Was macht Erki? Was macht Benko? Die liegt im Bett und liest. Wie immer. Ich habe eine neue Serie angefangen. Wie heißt die? Capitani. Capitani. Klingt ist witzig. Gut. Nee, ist nicht witzig. Nee? Nee. Geht um Ermordung und ist ein Detective und in Luxemburg spielt das. Ach, ja. Satelliten und Rakete sind bereit. Wir müssen zum Hangar. Das haben wir Wenke und ich den Trailer angeguckt. Er sagte, Wenke, das wäre nichts. Sowas sei nichts für sie. Ich finde es ganz gut gemacht tatsächlich. So ein bisschen auf alt auch. Hier waren wir schon mal. Ich beschwere mich zwar manchmal. Oder oft. Oder oft. Danke, Dad. Aber alles in allem habe ich hier eine richtig gute Zeit. Mein Kommen Fazit, wir da hoch? 8 von 10. Jederzeit. Und es war gar nicht mal so schlimm, dich dabei zu haben. Gut, das akzeptiere ich mal. Hast du dir genommen, ne? Hab ich mir genommen. Schnell nimm du dir das doch. Schnell bevor du gekommen bist, habe ich mir das genommen. Nimm du dir das doch, du Ich glaube, so sind wir da auch reingekommen, ne? Hier haben wir uns doch durchgeschossen. Ja, den habe ich getötet hier. Den auch. Ich habe alle getötet. Es sind doch aber gute gewesen. Ich tötete Mufasa.
Nein. Welt. Hier ist nicht. Okay, sie sind dabei, die Wüste zu verlassen. Der Typ an der Bar sind aber die Wüste. Ja, wir wollen nicht die Wüste glücklich. Verlassen, oder? Das war doch auch. Sowas von. So war das doch auch beim Eislevel. Ja. So, und weiterkommen. Seite. Machen wir dem ein Ende. Oh oh. Paddle, wir sind zurück im Hangar. Alles sollte okay sein. Gut. Ich soll euch Bert's Hinweise vorlesen. Ich zitiere. Geht rein, aktiviert den Raketenmontageprozess, startet besagte Rakete und betet, dass die Satelliten kompatibel sind. Zitat Ende. Und betet. Du hoffst, die Satelliten reden mit unseren? Was willst du von mir? Boah, das sieht so geil aus. Ich kann den Computer anschalten. Drück den Knopf und sieh, was passiert. Oh Mann, ich verstehe langsam, warum er die Rakete nie gestartet hat. Hier gibt's nichts Neues zu sehen, Leute. Jetzt müssen wir die irgendwie zusammenbauen. Wir sollten runter zur Plattform und Schalter umlegen. Was haben wir da? Das Triebwerk haben wir. Das Ding, wir haben vorne noch nicht den Spitz drauf. Schauen Sie auf die Raketenmontage. Darf ich die zusammenbauen? Das hier anmachen. Hier stehen schon dicke Waffen, das heißt. Yes. Wird schon schief gehen. Wir können das jetzt schon in Deckung gehen. Vorsicht! Hier drin ist ein verdammter Häscher! Der, kennst du den noch? Er macht die Rakete kaputt! Ich glaube, das war Absicht! Wen interessiert's? Wir müssen die Raketenspitze wieder startklar machen! Oh, der. So. Wo ist diese ekelhafte Kreatur jetzt hin? Mal schauen. Müssen wir hier wieder mit so einem Kran durch die Gegend fahren? Ich glaube, wir müssen hier einfach rüber. Oh, Achtung. Da oben, schnell auf die Dinger schießen. Ich bin down, okay. Bist du gerettet? Es sind zwei, ja, ich bin gerettet. Aber die sitzen auf so Feuerfässern. Schon wieder down, heftig. Schon wieder down, das ist doch unglaublich. Down. Down. Also, wie oft kann man in einem Kampf sterben? Es ist unglaublich. Ich stehe immer unter der Deckung, guck hoch, tot. Guck hoch, tot. Oh, ist das nervig, ey. Die haben, glaube ich, auch, wenn die mit ihrem Stachel schießen, muss man gucken, der wird dann so orange. Und wenn man damit getroffen wird, dann ist man auch direkt gleich tot, ja. Aber die kotzen einen auch an, ne? Die kotzen auch. Das kann sein. Jetzt habe ich hier den Boomplot. Oh Mist, der Häscher wieder! Lass mal erstmal nur auf den rechten gehen. Auf den rechten. Oh, Alter. Kann das nicht sein? Irgendwas hat mich getroffen. Ich bin in der Deckung. Oh, Alter. Wo bist du? Scheiße, hier bei dieser Tür. Warte, ich komm's her. Ja, ich komme. Und lass mal wieder hier hochrennen, Alter. Oh, Alter. Ey, der springt mir halt hinterher. Der Huren. Er hat Kälte erwischt.
Sollen wir gleich mal bei zurückgehen quasi? Ja, ich bin schon wieder hoch. Ach, du bist wieder tot? Ja, ja. Ich bin in dem drin. Ja, dann bist was auch immer das bedeutet. Jetzt bin ich wieder raus und hab völlig die Orientierung verloren. Boah, Alter. Ich verstehe das nicht. Ja. Wir hatten den einen jetzt. Das sind also wieder die, die einen fressen. Ja. Das habe ich jetzt erst. Du sagtest ja, du bist jetzt orientierungslos. War das jetzt vom Spiel her? Nee, als ich draußen war, der hat mich irgendwo hingetragen halt, weißt du? Ach so. Ich wusste also nicht mehr. Auf einmal war ich auf der ganz anderen Seite als ihr, was ja eigentlich gut war. Aber dann hat er mich wieder angeschossen. Ich gehe jetzt hier nach vorne. Okay, wieder Fokus auf den rechten erstmal, bitte. Oh Mist, der Herrscher wieder! Alter! Gleich nicht mit mir, ich bin gleich bei dir. Was soll das, ey? Du musst auf die Schwanzspitzen von denen gucken. Wenn die orange werden, musst du in Deckung gehen. In die andere Richtung. Ah, ich wurde getroffen. Renn die Treppe hoch, Nadine. Hier, der eine ist tot. Ja, ich hab es getan. Ach, das wirst du, oder was? Ja. Ach du Scheiße, da kommt noch mehr. Aua. Und die Spitze neu ausrichten. Ich nehme die. Jack, wir müssen das Teil hier ausrichten. Direkt zur Startrampe. Ich habe noch 4 Schuss. Ja, du hast auch die dicke Knarre. Die hat nur 4 Schuss. Diese Boomshot. Ja, und ansonsten habe ich keine Munition mehr. So. Oh, Scheiße. Holt sie von der Rakete! Oh.
Alle erledigt. Cinematic. Wow, was wir geschafft haben. Ja. Wir sind auf der Rakete. Wir haben die zusammengebaut. Von ganz Einzelteilen. Haben wir sie also, zusammengebaut und schicken sie los. Das doch alles ziemlich voll. Oh no! Oh, oh, oh. Nein, er hat sich geopfert. Oh. Hinter dir! Spaß hat das Hammer gut gemacht. Sehr gut. Heilige Scheiße! Spaß! Mann! Danke! Deine Dankbarkeit rührt mich wirklich zu Tränen, glaub mir! Aber zur Info, ich häng hier an einem beschissenen Zug! Oh, stimmt, stimmt! Erki, du Trottel, ey! Ja. Mann, bist du okay, doch! Okay, hab ich voll vergessen. Ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt. Was ist das? Hast du das gesehen, ja, Erkiat? Das war ein, der Schwamm im Sand. Ein Sandschwimmer. Ein Sandwurm. Die Rakete wäre abgeliefert. Was jetzt? Jetzt richten wir sie auf. Per Hand. Wie es aussieht. Wir müssen also den Kontrollraum finden. Ja, und den Start einleiten. Ich hab ne, ich hab ne Befürchtung, wie es jetzt passiert. Verdammte Scheiße. Na? Wenn mir einer gesagt hätte, wie viel Arbeit das ist, mit euch rumzuhängen. Ich glaub, die kütteln wir mit dem Hammer der Morgenröte. Diesen Sandbomb? Hm. Weil der ist zu groß für unsere kleinen Schießgewehre. Das ist kalt, geil. Okay, mal sehen. Die UUR hat das wahrscheinlich nicht für ein Jack-Interface konzipiert. UUR! Na gut, Jack, los geht's. Nicht so schüchter. Nicht so schüchter, klein Jaggy Baggy. Jetzt greift er die und stellt sie auf. Okay, das ist doch genau das, was passieren soll, oder? Das macht's aber nicht weniger ungemütlich. Danke dir. Wow. Knarzen, stopp. Das Knarzen. Das war's auch schon. Hat irgendjemand eine Rakete bestellt? Oh, oh, der Wurm. Wir brauchen eine Übersetzung. Schon möglich. Dann nicht. Los, los, los! Hey, hier runter! Los, los! Okay, das wird alles gut. Es ist die Krake! Und lass sie nicht reden an! Hat jemand eine zündende Idee? Ich hab keine Munition mehr. Wir sitzen in der Falle! Es muss wieder loslassen! Hey, schließ doch die Tracheen! Was zum Teufel ist denn nachher? Die offenen Stellen! Das ist unsere Chance! Klasse, in den offenen Stellen sind Egel! Die Mistkerle sind überall! Ist nicht los! Oh, Alter! Scheiße! So, wo ist die Krake jetzt? Er kommt wieder zurück! Die Tracheen! Feuern, wenn sie offen sind! Auf das Arschloch zielen, da!
Ja, es sieht so eklig aus. Los, mach auf da. Vorsicht vor ihm! Es muss jetzt wieder loslassen! Lass los! Mehr Regel! Wow! Nur noch einer übrig! Ja, ein Horst noch rüber. Es zerquetscht uns! Hier hinter uns. Vorsicht, Igel! So, das war's! Nur ein Schuss. Kommt doch bestimmt noch mal wieder. Scheiße, es ist noch nicht fertig mit uns! Der will gar nicht uns, sondern die Rakete! Luke, der Weg nach unten! Die Rakete will den Start verhindern! Schieß dahin, wo es weh tut! Was ist das raus da? Wo ist es? Welches ist denn auf? Da links. Scheiße! Knall die da ab! Ecke hier hinten ist Munition, ne? Ganz auf. Ja, ich muss weg hier. Wieso rennt er denn nicht? Was ist das hier für eine Scheiße? Boah, Alter, ey. Bei dir. Ah, hier ist eine Dicke. Hier ist ein Bullcher. Ist denn dieser? No. Da, die Öffnung anvisieren! Es klappt! Los, nochmal! Meins. Oh, das ist so eklig. Offenes nach hier! Der letzte! Sie ist offen! Es lässt die Rakete los! Hier ist halt ein riesen Waffenhaufen, oh, ne? Oh, Scheiße! Ja, konnten wir natürlich jetzt nicht. Entkommen Sie, bevor Turm die Rakete startet. Los! Radio Ugon, ne Schattig. Der Lüft nach unten! Hier ist noch Munition, ja, ich hab den voll. Zeit zu gehen! Hallo! Sind alle okay? Ja, aber wir sind unter den verdammten Maschinen! Wir müssen hier raus! Hammergeil gemacht, Alter. Alter, ey! Haltet sie auf! Zunge! Wir sitzen hier mit diesem Ding fest! Wir müssen raus hier! Russische Fronte von Kasuska. Kasuska wird jetzt gefährlich. Die Minute. Viele hat er? Ich weiß nicht, irgendwie. Alter. Oh ja, es verschwindet! Gehen wir! Verschwindet nicht! Es wird sauer! Alter, das ist riesig, ey. Rechts ist der Ausgang. Dann machen wir es richtig sauer!
Weiterhin auf die Zunge. Heidi, schieß auf die Zunge! Da links liegt noch was. Ja, ich hab... Nein, tut er nicht! Natürlich nicht. Oh, jetzt kommt die Rakete los. Und raus. Renn. Los. Alter, was ein geiler Boss, ey. Der richtig Schock. Komm schon. Ah, ich bin tot, oder? Ich war tot. Aber was hat mir gereicht? Nee. Ich sag auf dem Fußboden. Bei mir war es auch so am Hoch weg. Ab wann sind wir sicher? Lauf weiter! Vielleicht finden wir es dann raus! Deswegen wird ja noch gebrutzelt. Oh, es ist noch immer noch nicht zu Ende. Es kann noch nicht zu Ende sein. Na los, komm schon! Oh oh, er ist hammersauer. Oh nein, Erki, oder? Ja. Zeit, dich mal wieder zu retten. Hä? Ich bin Roboter dabei? Zählst du etwa mit? Nee, du warst der andere, oder? Doch. Nee. Ich war der andere. Jetzt kommen die Tentakel. Sieht das aus? Wow! Wer war das jetzt? Oh. War bestimmt deine Mutter. Ey! Ja, was? Ganz vorsichtig. Deine Mutter ist doch irgendwie so ein Anführer von denen. Ja, Akt 3 geschafft, ne? Sie. Mit Bravour. Kacke beim First Try. Verdammte Chorsteuerung. Au. Ja, ich hab mir wohl eine Rippe geprellt. Was ist da so ein UFO? Heimat der Unternehmer, Technikfaschisten, Reaktionäre und Feiglinge. Ja, und es gibt richtige Nahrung, sauberes Wasser und Duschen. Ach, wer's braucht. Delta, willkommen zu Hause. Komm sofort in meine Werkstatt. Ich schicke jemanden, der die Peilsender abholt. Verstanden, Bert. Sind auf dem Weg. Bert. Nach Ihnen. Hey. Vielen Dank. Wir hören auch gleich auf. Ach, es gibt keinen Grund mehr zu auch müde. Wir gucken jetzt noch das Cinematic zu Ende. Ist die Band wieder auf Tour? Soll ich euch ein Bild fürs Fotoalbum knipsen? Gott, bist du ein Arschloch. Hör doch auf, dich in mich zu verlieben. Ernsthaft, das ist peinlich. Und wie sieht's aus? Reden die Satelliten miteinander? Naja, bisher haben sie sich noch nichts zu sagen. Also dann, Kinder, Lehrstunde. Okay, erzähl uns was vom Hammer der Morgenklöte. Und jetzt, passt auf. Na klar, schicke Demo-Bird, aber klappt das dann auch? Naja, wir brauchen einen Probeschuss. Keine Probeschüsse. Wir brauchen ein richtiges Ziel. Wenn wir Ziele auswählen, sollte da nicht jemand mit militärischer Befugnis hier sein? Du bist Fass, oder? Ja, Sir. Halt dein Maul, Fass. Ja. Der Schwarm hat eine Königin. Also hat er irgendwo einen besonderen Schwarmstock. Einen Nexus.
Und da ist er verwundbar. Okay. Und wie finden wir den? Gar nicht. Gar nicht. Du kennst ihn vielleicht schon. Wie kommst du darauf? Ich will ehrlich mit dir sein. Als du weg warst, hat Jin die ganze Zeit davon geredet, dich wieder mit dem Schwarmverstand zu verbinden. Wie bitte? Was? Keine Sorge, ich hab's ihr ausgeredet. Aber du musst versuchen, dich an deine Vision zu erinnern. Jedes Detail. Gibt es etwas, das uns helfen könnte? Nein, ich meine... Zumindest glaube ich es nicht. Wir übernehmen ab hier, Sergeant. Entschuldigung, wie wär's mit Anklopfen? Ministerpräsidenten müssen nicht klopfen. War sie nicht schwanger? Das sehe ich anders. Jin, ich hab's gesagt. Auf keinen Fall. Und was meinen Sie? Naja, sah das nicht nur so aus? Das Ding, das mich mit dem Schwarm verbunden hat, tot ist. Nein. Wir haben es übrigens getötet, gern geschehen. Und angesichts der Tatsache, dass ich Ihnen kein Stück traue, lehne ich dankend ab. Festnehmen. Da, sie ist schwanger. Was? Jin, sind Sie irre? Ma'am? Oh. Ja, jetzt Iris, hat sie was ist passiert? Mehrere Bedrohungen geortet. Ruinen von Old Ephira. Außenkamera 16. Außenkamera 15. Oh. Kamera 10. Ach, oh. Verdammt. Sie sind hier. Dann gehen wir da raus. Okay, hab's geschnallt. Sie können helfen, das zu beenden. Ha. Lady, was zum Teufel glauben Sie, was ich hier tue? Lady. Du kleine Bitch. Hey, wir haben einen zweiten Zuschauer. Yeah, was geht? Wir waren die ganze Zeit alleine. Schön, dass du da bist. Delta, hierher. Ja, ich hoffe, wir haben einen Plan. Haben wir. Das hier ist ein Peilsender. Was du nicht sagst. Die haben wir mitgebracht aus Vaska. Mal halblang, Lieutenant. Alter, was lügen wir nicht. Das Ding ist, wir müssen die Teile über die Altstadt verteilen. Cole und Fars haben schon welche. Also, wo platzieren wir unseren Peilsender? East Barricade Academy. Sobald er platziert ist, habt ihr einen aktiven Hammerradius und könnt dann zurückschlagen. Verstanden? Klar. Klar. Hört mal, ich will ehrlich mit euch sein. Gleich wird's ziemlich hässlich. Dann passen wir eben aufeinander auf. Genau wie immer. Helft mir erst, den Sender auf der Straße zu platzieren. Okay, Nadine. Bert, Sierra Trupp rückt mit dem Sender aus. Sollen wir hier Schluss machen? Hier Pause machen? Schluss machen, ja. Alles auf jeden Fall. Guck mir noch kurz an, was ist hier. Zerstörte Stadt. Grauer Himmel, es regnet. Es regnet und brennt. Ist es nicht das Level, wo wir schon waren? Ich glaube, das ist bekannt. Ja, irgendwie so zwischendurch irgendwo. Ja, oder? Waren wir kann das mal sein, kurz. dass wir da durch mussten oder so? Delta, helft meinem Trupp, das Gebiet zu sichern. Alles klar, Carmine. Verflucht, sie sind hier! Peilsender platziert! Bert, wie lange noch, bis ich das Ding abfeuern kann? Kalibrieren dauert ein paar Sekunden! Was, wenn wir keine paar Sekunden mehr haben? Die verdammte Anzeige hängt bei meiner Nachricht. Dann enthängen Sie! Oder jetzt! Feuer, Feuer! Oh Mann! Ah, da kommt der Laser. Schmutzige Dinge. Träger sind erledigt! Easy going! Ach, Scheiße! Was ist das denn? Ist das denn unser Team? Ja, das gehört uns. Ja! Waui! Hab sie! Das waren alle. Der neue Hammer funktioniert. Ja, aber nur in der Nähe dieses Senders. Vier müssen noch aufgestellt werden. Alles klar. EBA direkt voraus.
Los, Delta, wir bewachen den hier. Yippie-yay, direkt voraus. Ach, verdammt, Sackgasse. Direkt durch das Gebäude. Hallo, du kleiner Süßer. Du bist ja riesig. Los, auf den Wagen, Delta. Der sieht cool aus. Hilfst du uns? Oh, ist der witzig. Fertig bist, bring deinen Sender zur Zielposition. Danke fürs Mitnehmen, Kleiner. Ich schaff's mit den Leuten. Ich helfe, wo ich kann. So, hier Schluss oder was? Ja. Oder willst du noch ein bisschen ballern? Kämpfen wir uns durch. Nee. Nee, alles klar. Lass es aufhören, Erk. Gut, zurück zur Lobby. Yes. So, Nadine, dann erzähl doch mal, wie fandest du jetzt diesen Abschnitt? Ich fand den Abschnitt nicht so cool. Die Wüste hat mir nicht so gut gefallen. Die Wüste fandst du nicht so gut? Nee, zusammenfassend fand ich die Wüste nicht so gut, aber der Endgegner war jetzt ganz cool mit dieser Rakete und das war cool gemacht. Aber so zwischendurch hat es mich auch oftmals eher genervt. Also mich hat die Wüste tatsächlich sehr angesprochen. Gerade so diese Riesenbauwerke mit den Raketensilos und den Zugstrecke und so, fand ich richtig geil. Was mich so genervt hat, war immer dieses ewige, wie sag ich's? Ich meine, darauf beruht das Spiel, aber in Deckung sein, dann schießt man da alle weg und dann kommen wieder welche. So, die schießt man dann wieder alle weg und es kommen wieder welche. So, das ist halt das. So, das wird so künstlich lang gemacht, finde ich so. Zum Beispiel so. Da, wo ich auch richtig pissig war, war bei der Stelle mit dem Flugzeug. Weißt du, auf der Landebahn. Keine Ahnung, dass es nicht weiterging. Genau, das war scheiße. Dafür muss ich aber wiederum sagen, dass der Bosskampf mit der Krake absolut geil war. Also der hatte ja irgendwie, erst waren wir ja vorne, oben drauf mit den, da wo wir in die Tentakellöcher reinschießen mussten. Ja, das ist witzig. Der Abschuss, den fand ich auch. Dann waren wir unten drin, mussten diese Zungen wegschießen. Das war schon sehr abwechslungsreich, herausfordernd und sehr cool. Fand ich tatsächlich geil. Gut, dann würde ich den Stream hier beenden. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ja, jetzt ist leider keiner mehr da. Haben wir sonst hier entertained, aber vielleicht guckt sie sich ja nochmal jemand an. Ich wünsche euch was. Nadine, nochmal, willst du noch was sagen? Ich wünsche euch auch was. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao. Ciao.